Ich habe auch nach der Vorstellung natürlich mit vielen Leuten gesprochen, die da waren. Und da bleibt für uns auch viel hängen, dass wir dann doch was geschafft haben, was die Leute nicht einfach so an sich vorüberziehen lassen, sondern viele haben mir auch gesagt, dass sie auch am Tag danach noch viel über den Film nachgedacht haben und es wirklich sehr besonders war und der bei ihnen auch was bewegt hat. Und es ist eigentlich so, wie ich es mir gewünscht hatte, dass ich eigentlich den Film ja machen wollte, weil ich das Gefühl hatte, diese Geschichte, auf die ich durch Romys Fotos gestoßen bin, die muss man einfach den Menschen erzählen und auch einer größeren oder einem größeren Publikum erzählen. Das war jetzt ein weiterer Schritt dazu und das Feedback auch auf den Festivals war so, dass sich die Menschen in erster Linie auch jetzt in Köln bedankt haben dafür, dass wir diesen Film gemacht haben, dass wir den langen Atem hatten, es auch dann wirklich bis zum Ende durchzustehen und es zum Ende zu bringen und sich bedankt haben dafür, dass wir diese Geschichte erzählt haben mit unserem Film, von der sie natürlich wie ich und viele andere auch vorher noch nie was gehört hatten. Also das, weshalb ich eigentlich die Idee hatte, diesen Film zu machen, das scheint wirklich so zu sein, denn sowohl auf den Festivals als auch jetzt bei der ersten Vorpremiere in Deutschland war das Feedback sehr positiv und das freut uns natürlich alle sehr. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was dann der Weg des Films weiter sein wird und wie die nächsten Schritte aussehen.